Hallo meine lieben Reisenden, ich grüße euch, ich bin gerade wieder beim Essen und zwar in so einem Imbiss-Restaurant, wo man wo live auch Chicken gegrillt wird und keine Ahnung was alles, und da habe ich mir jetzt einen Salat rausgelassen und sowas Leckeres. Das Zeug schmeckt fantastisch. Ich finde es schön, lecker, delicious, und so einen heftigen Salat, also das ist so abgespaced, grün, ich wollte einfach mal grün, ich möchte demnächst etwas Cooles machen und da sollte ich mich doch ordentlich vorbereiten und mal ordentlich Salat essen. Ich habe jetzt mal einfach mal still versucht, den Salat zu genießen. Schmeckt köstlich. Richtig geil gemacht. Und Gewürze auch. Special. Und alles grün. Da ist ganz wenig Fleisch dabei. An sich. Ich habe auch nichts gegen Fleisch. Ich habe für die Seele gebetet, die ihr Leben gelassen hat, um uns zu nähern und dass ihre Seele auf den direkten Weg ins Licht gelangen soll. Und genießen in vollen Zügen. Und esse ihn. Für alle hungrigen, obdachlosen Bettler, die irgendwo sind, oder Götter, nicht unbedingt Bettler, obdachlose Götter, die hungrig sind und nichts zu essen haben. Für alle Götter, die hungrig sind und nichts zu essen haben. Weil ob vierbeinig, fünfbeinig, Tausendfüßler, Hund, Katz, Maus. Egal, für alle Götter. Was ich sagen wollte. Ich hab meine Version gar nicht erzählt. Meine Version. Von all den Dingen, die ich weiß. Und schon wieder blockt eine an.
Ich bin immer noch, trotz dass ich esse und genieße und das alles mache, bin ich in meiner Achtsamkeit. Ich fühle meine Hände, meine Füße und höre den Strom da oben zu und hinterfrage alles, was es meint und was es nicht meint. Wer was gerade mit reinredet, wer was rein sagt. Deshalb bitte ich alle Eltern, alle erwachsenen Götter, einfach mal Kopfhygiene und Mundhygiene zu betreiben. Einfach mal darauf achten, was man sagt und wie man es sagt. Kinder hören zu und Kinder fühlen mit. Wenn ich von hier nach da was senden und fühlen kann, empfängt jedes Kind. Aus dem Grund sollten wir mal anfangen. Friede im Herzen, Friede in der Welt. Sehr köstlich. Ich kann gar nicht aufhören. Aber ich sollte jetzt mal einfach sagen, ich besuche nach dem Essen noch, sage ich mal, ein bisschen die Einkaufspromenade, die da hinten jeden Abend ein Flohmarkt, ein Markt stattfindet, wo man sich was zu essen, was zu trinken, was zum Snacken oder was zum Anziehen oder ja. Jede Menge Sachen kann man dort kaufen. Und wenn ich den Salat aufgegessen habe, mache ich mich auf den Weg und schaue mich mal um. Vielleicht finde ich mir ein passendes Schuhwerk für meinen Marsch, weil meine Stiefel fallen langsam auseinander. Aber ich habe mir überlegt, Sandalen draus zu machen und auf die Schuhe zu verzichten. Wenn wir ehrlich sind, brauchen wir nicht so einen Luxus. 10.000 Paar Schuhe. Ja, ein Rucksack-Bettlerleben wie meins besagt, macht deinen Rucksack schwerer. Warum? Nein, weil es ein Spezialtraining ist. Ja. Lassen wir mal die Kaufsucht, wie von manchen Göttern dieser Welt, los und ich kaufe mir was, damit mein Rucksack schwerer wird. Wenn ich das zulasse, auch wieder energetisch hier oben Manipulation zulassen, dann ist meine Kohle flöten. Ich habe auf meinem Rucksack wahrscheinlich noch für 60 bis 100 Kilo mehr. Schon wieder lockt einer an und sagt: Hey, Konsti, bist du jetzt total übergeschnappt? Hast du sie nicht mehr alle, was du da von dir gibst? Und dann, wenn bei mir da oben anfängt, jemand reinzuklappern oder zu manipulieren, energetisch sich einzumischen, schaltet bei mir so ein Mechanismus ein, wie von einem
Plappermann, kennt ihr? Diese dreidimensionale Ego-Rider, die egoistisch sind und nicht auf ihre Wortwahl achten, keine Kopfhygiene beachten. Warum? Wo fängt die Negativität an? Wo fängt die Negativität an? Besser gesagt, was macht die Tür zur Dunkelheit auf? The brain, the ego, das Ego genannt, ist das, was sagt, schmeckt lecker, ich esse diesen Salat. Auch das kann ich auf Manipulation rauslassen. Aber da ich es taktisch, wie sagt man, vorhergesehen habe und es ermöglicht habe, hierher zu kommen und hier einen Salat zu essen und dieses Video aufzunehmen, sage, das ist zum Beispiel Manipulation. Ich hätte es mir gespart. Warum ich es mir nicht gespart habe? Dass ich weiß, dass woanders jemand hungrig ist und dass ich meine Energie transferieren kann. Ich kann auch für die Menschen essen, für die Götter trinken. Das ist alles möglich. Jetzt kommen wir zum Glaubensbutton. Und jetzt kommt eine meiner Lieblingsfragen. Und an was glaubst du? Damit sage ich, bis bald.